Du hast keinen Bock, morgens Ewigkeiten dein Bart zu stylen und in Form zu bringen? Kann ich verstehen. Ich auch nicht. Und aus dem Grund habe ich eine 3-Minuten Bart-Styling-Fresh-Machen-Routine entwickelt, die wirklich ideal funktioniert und wirklich nur 3 Minuten dauert. Alles, was du dazu brauchst, sind folgende Dinge. Ein Bartöl deiner Wahl, eine Rundbürste, ein feiner Carbonkamm, ein Föhn und natürlich ein Bart. Alle Produkte, die ich in diesem Video benutze, verlinke ich euch natürlich selbstverständlich wie immer in der Infobox. Schritt Nummer 1, der Bart wird immer direkt nach der Dusche gestylt. Also nicht lange warten, sondern morgens, wenn ihr aus der Dusche rauskommt, dann wird der Bart gestylt. Warum? Weil die Barthaare dann noch richtig schön weich sind, die fühlen sich einfach noch viel weicher an, die Poren sind geöffnet und wenn die Barthaare weicher sind, dann kann man den Bart natürlich auch viel einfacher stylen, als wenn sie schon richtig hart und trocken sind. Also, erster Schritt, den Bart stylen direkt nach der Dusche. Zweiter Schritt, Bartöl einmassieren. Nehmt euer Bartöl, verreibt das Bartöl ordentlich in den Händen, damit es wirklich überall in den Händen verteilt ist und dann massiert ihr das Bartöl richtig ordentlich in euren Bart ein. Von unten nach oben richtig schön massieren, damit sich das Bartöl auch wirklich überall in eurem Bart verteilt. Danach sieht man tatsächlich nicht so cool aus, denn der Bart steht wirklich in alle möglichen Richtungen, aber es geht natürlich noch weiter mit Schritt Nummer 3. Im Schritt Nummer 3 wird der Bart geföhnt. Dazu könnt ihr einfach einen ganz normalen, handelsüblichen Föhn nehmen, den auf die mittlere Stufe stellen, sowohl was die Hitze angeht, als auch was die Power angeht. Und dann nehmt ihr zusätzlich noch die Rundbürste dazu und föhnt euren Bart richtig schön nach unten. Und das ist tatsächlich auch der Schritt, der bei dieser Routine am längsten dauert. Denn es dauert halt ungefähr so 2 Minuten, bis der Bart schön trocken und nach unten geföhnt ist. Im vierten Schritt wird der Bart eingeölt. Ihr nehmt an dieser Stelle aber nicht mehr so viel Bartöl wie beim Bartöl einmassieren, sondern nur vielleicht 1-2 Tropfen. Die verteilt ihr dann in eure Hände und dann geht ihr ganz sanft und vorsichtig über euren Bart drüber, damit ihr diesen glänzenden Effekt in euren Bart bekommt. Zeitgleich riecht dann der Bart an dieser Stelle natürlich auch noch schön, weil das Bartöl natürlich einen schönen Geruch hat. Alternativ könnt ihr an dieser Stelle natürlich auch einen Bartbalm benutzen. Ich möchte es aber morgens so einfach wie möglich haben mit meinem Bart und einfach nur ein Pflegeprodukt verwenden und das ist halt dementsprechend das Bartöl. Im fünften und letzten Schritt wird der Bart dann glatt gekämmt. Dazu nehme ich einfach einen feinen Carbonkamm, der 2 verschiedene Seiten hat. Eine feine Seite und eine sehr feine Seite. Ich nehme dann die sehr feine Seite und kämme dann mit der sehr feinen Seite meinen Bart glatt nach unten. Damit natürlich auch die Barthaare, die vielleicht noch möglicherweise rausstehen, sich dem Bart und der Form angleichen und mein Bart dann am Ende des Tages wirklich piekfein aussieht. So, und so schnell kann es gehen. Schon sind wir fertig mit unserer 3-Minuten Bartpflege-Fresh-Machen-Morgenroutine. That's it. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Nelson Lopez. Nelson, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal grüßt werden möchtest in meinen YouTube-Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann teile das Video lieben gern mit all deinen Freunden, die einen Bart tragen. Weitere Videos zum Thema Bart und Rasieren findest du hier oben. Meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag mit einem piekfeinen Bart. Das wollte ich sagen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.